Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sid für euch. Heute mit einem neuen Video zum Thema Rauchen. Ihr fragt euch, was hat Rauchen mit Gesundheit zu tun? Da wurde aber auch ich eines Besseren belehrt und vor vielen Jahren. Und zwar bin ich dazu gekommen, als ich selber damals noch geraucht habe. Und wollte euch da in diesem Atemzug einfach nur meine Erfahrungen mitteilen, um was es sich da eigentlich dreht. Okay, viel Spaß dabei. Und zwar, es dreht sich um Folgendes, um einen Verdampfer oder einen Vaporizer kann man es ebenfalls nennen. Beide, also es ist eher Vaporizer wahrscheinlich geläufig so im Umlauf, aber man kann auch aus deutscher Sicht einen Verdampfer nennen. Und ich finde, Verdampfer definiert das auch ganz genau, was er macht, weil er sorgt dafür, dass die ätherischen Öle, die sich in Kräutern enthalten, dass die rausgezogen werden, ja, die Inhaltsstoffe werden vorsichtig, sanft rausgezogen und können dann in unsere Lungen und dann wiederum weiter übergetragen werden, indem wir die ganzen Stoffe im Prinzip über die Lunge dann aufnehmen. Das Ganze ist relativ unschädlich oder es ist fast komplett unschädlich. Man muss natürlich auf die Pflanzen unterschiedlicher Arten natürlich auch achten, weil die Dosis macht letzten Endes überall das Gift, ja. Aber in der Regel im Vergleich zum Zigarettenkonsum liegen da Welten dazwischen. Ja? Alleine schon durch eine Zigarette werden mehrere hundert Grad Temperatur erzeugt. Ja, nur wenn ich das Feuerzeug anmache, bei dem Verdampfer sind wir in Bereichen zwischen 50 bis 220 Grad. Das heißt, darüber kann man sich regulieren und da sagen auch die Hersteller, dass alles, was denn drüber geht, im Prinzip dann doch schon eine Verbrennung stattfindet, die letzten Endes dann schon mehr Inhaltsstoffe zerstört, als eigentlich den Nutzen anbringt. Weshalb man dann natürlich den Weg ergeht der gesunden Verdampfer-Variante. Gut, jetzt habe ich viel gesabbelt in dem Moment. Was will ich damit hier vorstellen? Ich habe mich für den Ariser, ich hatte natürlich jetzt schon mehrere, muss ich jetzt dazu sagen, aber kann sagen, dass der Ariser Solo 2 aus meiner Sicht einfach der beste ist. Und das kann ich auch ganz gut begründen, weil ich das Verfahren einfach mega genial fand. Ja? Ich werde das mal kurz demonstrieren, damit ihr das auch mal seht. Und zwar bei normalen Verdampfern ist es einfach so, dass ihr mit einem Pfeifenreiniger die reinigen müsst und. Das fand ich immer alles extrem umständlich. Und hier ist das Ganze etwas anders gelöst. Und zwar hat man so kleine Glasröhrchen. Ja? Und in den Glasröhrchen ist gleichzeitig zieht man die ätherischen Öle mit rein, genauso wie man dann auch wiederum, gleichzeitig ist hier die Büffelkammer auch noch. Da muss man allerdings sagen, die ist im Vergleich zu anderen Herstellern sehr, sehr klein, aber reicht vollkommen aus für 10 bis 15 Züge, je nachdem. Und ich finde persönlich, ich habe damit einfach grandiose Erfahrung gemacht, weil es einfach sehr, sehr lecker und super schmeckt. Und das ist für viele ja auch eine wichtige Sache. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was ich mische, was für eine Mixtur. Ich persönlich, da kann man alles Mögliche nehmen, aber wenn man ein bisschen Thymian nimmt, Süßholz, Damianblätter sind einfach extrem genial, Lavende auch. Das ist eine schöne Mischung, ja, also könnt ihr einfach mal gucken, aber es gibt im Internet da ganz viele Tabellen und. Jede Pflanze hat natürlich auch ihre Wirkstoffe und danach kann man sich dann auch ausrichten. Persönlich muss ich aber da sagen, man merkt da vielleicht schon so ein bisschen was, aber weiß nicht, ich werde jetzt nicht trauermäßig müde, wenn ich mir jetzt Unmengen Lavende reinziehe, macht man ja sowieso nicht in den riesigen Mengen, weil es irgendwann ja auch, ja, man einfach da satt ist. Und im Eigentlichen ging es ja auch darum, sich vom Rauchen zu entwöhnen. Und wieso kam ich darauf? Man hat sozusagen etwas, man sucht sich einen Rauchersatz, man hat trotzdem das Ziehen. Und da finde ich es dieses Produkt im Vergleich zu anderen auch mega genial, weil nämlich dieses Ziehen, dieser Zug, den man früher gebraucht hat, den will man ja beim Rauchen, möchte man den ja haben, deswegen rauchen die viele auch Zigarette. Und wenn man dann zu Verdampfen geht, wo man dann so, ja, so absolut ins Leere zieht und es kommt nichts an, ja, bringt nichts so. Dann greift man danach sowieso direkt wieder zur Kippe und dann hat sich das Ganze letzten Endes erledigt.
Das wiederum hatte man hier nicht und ist absolut mega genial, weil du hast trotzdem diesen Zug. Es geht zwar bei 180, sage ich mal, dann erst so richtig los bis 220. Das sind so die Bereiche, wo man dann wirklich diesen Zug sehr stark merkt. Und das kommt dann natürlich auf das, wie gesagt, auch auf das jeweilige Kraut an, weil wenn man dann Thymian zum Beispiel hat, das haut so doll rein. Also da sollte man lieber weniger dosieren, weil das sehr intensiv ist einfach, also sehr, sehr stark. Also seid da ein bisschen vorsichtig und probiert euch nur langsam Stück für Stück so ein bisschen aus. Trotzdem ist es insgesamt auch ein viel leckerer Geschmack und ein viel größeres Erlebnis, eine größere Bandbreite, die man abdecken kann. Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, eine Kippe schmeckt wie eine Kippe, ist einfach eklig. Also es gibt kaum jemanden, also es gibt schon natürlich Leute, die aus Leidenschaft rauchen und sehen, es auch schmeckt, aber ja, ganz ehrlich, ich war damals keiner von denjenigen, auch wenn ich relativ lange in meiner Jugend geraucht habe. Ja, na gut, jedenfalls das mein Punkt dazu. Das ganze System funktioniert, dass man es reinsteckt. Dann mit einem Doppelklick oben unten läuft so ein Zeitbanner ab. Und dann meldet der sich irgendwann nach den paar Sekunden. Und dann kann man die Temperatur mit ganz einfachen Regelungen nach oben hin einstellen, nach oben drücken. Und dann, wenn man länger drückt, auch in 10er Schritten, kann man dann runterdrücken, hochdrücken, wie man das möchte. Und dann fährt er automatisch hoch. Und man kann dann drüber rauchen. Und was hier ganz schön ist, auch mal zu sehen, damit ihr das auch mal sehen könnt, ich versuche das mal ganz schnell noch ein bisschen gerade zu machen, wie schnell der hochfährt. Und auch das ist wiederum ein Punkt, was man relativ selten, finde ich, bei relativ preisgünstigen Vaporizern hat. Weil in dem Bereich, also der Vaporizer ist jetzt im Prinzip schon fertig, schon aufgeladen. Ich werde ihn jetzt nochmal bei ein kleines Stückchen höher fahren, dann kann man das auch gleich nochmal zeigen. Und das ist im Preissegment, wo der sich jetzt befindet, liegt so bei 140, ungefähr 140 Euro. Doch schon ziemlich stark und ziemlich gut. Und wie gesagt, auch, dass man diesen Zug hat, das fängt eigentlich bei den eher teureren Meti zum Beispiel, wenn ihr die kennt, Mighty, und die liegen dann so bei 200, 300 Euro. Ich finde, da ist aber das auch von der Hochwertigkeit dem auf jeden Fall ebenwürdig. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt lange da dran zieht, dann ist das hier schon ein Stückchen heiß, also seid da recht vorsichtig, aber am Mund wird da letzten Endes nichts heiß. So, jetzt hat man aktuell, das ist auch klar, relativ langes Kraut, jetzt hat man nichts gesehen, das dauert eine Weile. Ihr müsst eine Weile ziehen, also man muss erstmal am Anfang das anziehen, das kennen sicherlich diejenigen, die das schon mal gemacht haben, kennen das, das zieht man jetzt eine Weile an. Kann euch jetzt nicht versprechen, will jetzt nicht 2000 Mal hier ziehen, dass eine Wolke kommt, aber es entsteht eine Wolke. Bei 190 sind wir jetzt gerade, man müsste vielleicht noch ein Stückchen höher gehen. Und man merkt aber jetzt auch schon den Zug und so ein Stück die Frische, die einfach reinkommt. Ja, leider sei es verziehen, aber so ist das Leben in der Lara. Diesen Zug, diesen Kick hat man letzten Endes trotzdem. Und der ist sehr, sehr angenehm. Und wirkt auch nicht so verfälscht wie bei manchen, weil wir halt hier so ein Glasröhrchen haben. Und das macht es halt einfach total schmackhaft und entspannt und vor allen Dingen neutral. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwelche anderen Keramik, ich hatte dann auch viele mit Keramikkammern und irgendwo hat es dann teilweise manchmal sogar so einen anderen befremdlichen Geschmack, der da angenommen wurde. Und das ist natürlich nicht so schön. Grundlegend muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen, ich habe seit vielen, also seit sehr, sehr langer Zeit den nicht mehr benutzt, weil ich einfach gar nicht mehr rauche und auch gar nicht mehr diesen Ersatz oder so da Lust zu habe. Es war aber, muss ich sagen, probiert es gerne mal auf jeden Fall aus. Ich fand es immer, es war eine super Sache, wenn man mal einen getrunken hatte und irgendwo in einer geselligen Runde war, wer kennt es nicht, da mal die Raucher und fängt dann irgendwie an, nochmal vielleicht an der Zigarette zu denken. Und in diesem Übergangsphase war das eine absolute Hilfe
ohne Frage. Und ja, einfach genial. Ich glaube, ich habe den auch nicht oft, kann ich auf der Hand abzählen, wie oft ich den geladen habe. Also das Akku hält extrem lange. Also das ist wirklich extrem heftig. Musste ich bei manchen schon gefühlt ein Akkulader-Dings mitnehmen zum Laden für zwischendrin. Das war hier nie nötig gewesen. Also der hat ewig gehalten, teilweise mehrere Wochen. Je nachdem natürlich, wie stark man den benutzt. Aber also ich habe bis jetzt nie was Negatives hier drüber finden können. Und auch Freunde und so weiter fanden den auch super klasse. Auch die sich mit dem Vaporizer noch gar nicht auskannten, waren definitiv begeistert. Das Ganze, wenn man den so kauft, wird in mehreren... Also hier hat man nochmal ein etwas größeres Röhrchen mitgeliefert. Und auch was da wiederum ziemlich cool ist, das werde ich auch nochmal kurz zum Schluss erwähnen. Dann sei es das auch für das Video gewesen. Man hat so kleine Röhrchen. Jetzt sagen die einen, das ist natürlich ein bisschen doof, weil so nehme ich einfach den Vaporizer mit, Hosentasche. Stimmt natürlich, muss ich sagen, aber die haben hier, die Entwickler vom Ariser Solo 2 haben eine ganz gute Lösung, finde ich persönlich gefunden. Und zwar kann man sich den zum Beispiel schon, wenn man unterwegs ist, irgendwo befüllen, macht den hier zu mit dem Kraut, steckt den hier rein, sodass er auch nicht kaputt geht, das Glas. Und das klappt wunderbar. Nimmt man einfach mit, kann man schnell ohne Probleme auswechseln und hat sogar den Vorteil, dass man nicht extra noch irgendwo befüllen muss, wenn man jetzt, sag ich mal, beim Festival ist oder sonst irgendwo, sondern man kann dann direkt draufstecken, los geht's, hat quasi schon fertig und passend befüllt. Wunderbar. Ja, okay, das war's zu dem Ariser Solo 2, wie ihr mit einem Verdampfer eine gute Lösung findet, vielleicht diese Zigaretten zu überwinden, beziehungsweise wenn ihr schon den Willen habt, das ist natürlich die Grundbasis immer, da nochmal so eine kleine Hilfe, um komplett da zum Wegzukommen. Und ich finde, es ist eine relativ coole und gesunde Alternative, die man hier mit einnehmen kann. Also halten wir nochmal fest, ich finde ihn super sauber zu machen, das ist mega genial. Für unterwegs finde ich ihn auch top, ist ein absolut Hammerpreis. Gibt es übrigens in dieser Grau-Variante und in der blauen Variante, sieht auch sehr schick aus. Und einfach hochwertig gemacht, also es ist nicht so billig, es wirkt überhaupt nicht billig, es ist sehr, sehr hochwertig. Und wie gesagt, der Verdampfungsprozess geht so ein bisschen höher rein. Ich finde aber persönlich, fand das mehr als ausreichend immer. Gibt natürlich weitere, höhere, teurere Produkte, die noch mehr Dampf erzeugen, aber damit bin ich insgesamt mit dem Zuchtgefühl mehr als zufrieden gewesen. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, mal ein Däumchen hoch. Und ich hoffe, ihr konntet euch bei der Entscheidung soweit vielleicht für einen Verdampfer oder einfach die Idee zu holen, um von den Kippen, wenn man das mal so sagen kann, wegzukommen. Ja? Also für diejenigen, die noch nicht wechseln oder immer noch rauchen ab und zu, ich hoffe, ihr schafft es bald und könnt diese Last voll durchnehmen. Alles Liebe, schönen Sonntag euch noch. Bis dahin, euer Sid.